260 lange und kurze Filme will die Berlinale diesmal zeigen, verteilt auf 9 Sektionen. Ein Rückgang um 20% gegenüber 2020. Im zweiten Jahr ohne wirkliche Berlinale-Atmosphäre wird die Auswahl der Filme kompakter und übersichtlicher. Genau wie das Zuschaueraufkommen. Doch immerhin dürfen dieses Jahr vermutlich Leute kommen. Die Veranstalter planen mit einer 50%igen Platzbelegung. Zugang nur mit 2G+, die Dauer 7 statt 11 Tage. Doch auch das könnte sich noch ändern. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian: Wir haben noch keine Absagen von Gästen erhalten, auch nicht von Call Jane, wo Elizabeth Banks die Hauptrolle spielt. Aber wir sind uns bewusst, dass sich die Dinge in 3 Wochen ändern können. Wir sind uns bewusst, dass Reisen problematischer werden können, als sie es im Moment sind. Partys und Empfänge fallen aus. Für kurze Auftritte der Stars auf dem roten Teppich wird hingegen gesorgt. Inhaltlich dominiert das Thema Liebe. Werke wie Both Sides of the Blade der französischen Regisseurin Claire Denis, in dem Juliette Binoche eine Frau spielt, die sich zu Pandemiezeiten in einer Dreiecksbeziehung befindet, signalisieren eine Wende hin zu mehr Emotionalem des sonst so politischen Festivals. Laut Chatrian gehe es bei der diesjährigen Ausgabe darum, die durch 2 Jahre der Isolation zerrissenen sozialen Bindungen wiederherzustellen. Noch nie haben wir so viele Liebesgeschichten gesehen und begrüßt wie in diesem Jahr. Verrückte, unwahrscheinliche, unerwartete, berauschende Liebe, um die es ja im Grunde bei allen Begegnungen geht. 18 Filme konkurrieren um den begehrten Goldenen Bären in einem abgespeckten Wettbewerb, dessen Organisatoren sich eine Rückkehr zu Live-Vorführungen trauen. Aber auch das kann sich noch ändern, sagt Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Naja, ich hoffe natürlich, dass wir wirklich stattfinden können. Das ist, wie Sie schon gesagt haben, ist nicht ganz selbstverständlich. Und wenn wir wirklich stattfinden können, glaube ich, werde ich sicher eine Freude haben, dass wir es geschafft haben, trotz der unberechenbaren Entwicklung ein Format mit allen Zuständigen abzustimmen, dass wir möglichst sicher stattfinden können. Da werde ich schon Freude empfinden. Aber ich brauche noch ein paar Wochen bis dahin. Die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden also wie gehabt hinter dem Vorhang von Corona statt.